Hi Red, wie geht's dir? Oh, mir geht's furchtbar. Mr. Red, mir scheint, wir haben es hier mit einem wiederkehrenden Problem zu tun. Wut! Bin ich ein leidenschaftlicher Vogel? Ja! Diesen wütenden Piepmatz kennt jeder. Und jetzt erfährt die Welt auch endlich, warum er so sauer ist. Für die animierte 3D-Komödie Angry Birds, der Film, fand sich eine ganze Reihe deutscher Promis im Synchronstudio ein. Den hitzköpfigen Helden Red spricht kein geringerer als Christoph Maria Herbst. Nicht in seinen Mund spucken! Nicht zurückspucken! Schluck es nicht runter! Jeder, der das Spiel kennt von der App, weiß natürlich, dass es immer um die Eier geht, die die Vögel legen. Und darum geht's auch im Film. Ich grüße euch. Ich bin ein Schwein. Was ist ein Schwein? Angry Birds ist im Grunde genommen eine wunderbare Tierdokumentation, wo wir lernen, dass Schweine Schweine sind. Nicht zu fassen. Ich bin froh, dass Angry Birds diesen Skandal endlich ans Licht bringt. Ist es das, was ich denke, dass es ist? Entschuldigung, die sind zerbrechlich. Gehören nicht euch? Du bist nicht sonderlich nett zu unserem Gast. Und du stellst nicht die richtigen Fragen. Red sieht aus wie so ein kleiner, gefiederter Alarmknopf. Und das ist er auch, ja. Der ist wirklich der fleischgewordene Zorn. Und Zorn kann durchaus etwas Positives sein. Vor allem, wenn man eine Schlacht zu schlagen hat gegen fiese, grüne Schweine. Die ganze Welt ist in Gefahr. Und es liegt an uns, sie zu stoppen. Abschuss! Rippen, Schnabel, Nüsse! Oh mein Gott. Ich wusste noch nie bei einem Animationsfilm so viele Laute, so viele Geräusche mit dem Mund machen, wie bei diesem Film. Das macht Spaß. So wie bei Angry Birds, der Film, habe ich das echt noch nicht erlebt, dass mich Szenen immer so aus den Latschen kippen vor eigenem Gelächter. Wenn irgendjemand weiß, was die Schweine vorhaben, dann ist es der mächtige Adler. Oh wow. Er ist es. Man sitzt da nicht als Erwachsener gelangweilt rum, sondern hat einen Mordspaß. Und als Kind sowieso. Mach alles ganz genauso, wie du es bei Red! Also ich glaube, kurzweiliger kann man einen Abend oder Nachmittag mit Kindern und der gesamten Familie gar nicht verbringen. Auf die Schweine mit Gebrüll. Angry Birds, der Film, begeistert mit seiner mitreißenden Story. Und einem Gagfeuerwerk, das keine Altersgrenzen kennt. Jack? Bist du das? Das ist das Haus des Horrors.